So. Irgendwo habe ich sicher einen Eimer versteckt. Aber wie ich es gerade gesagt habe. Oh, Creeper! In deiner Unterwasserwohnung. In meiner Unterwasser. Ein Ja. Creeper in meiner Unterwasser. Ja, den locke ich mal weg. Von deiner Wohnung. Und dann Dankeschön. einmal draufgeschlagen, zweimal draufgeschlagen und getötet. Herzlichen Glühstrumpf. Danke. Und ich habe Schad. Ich verstehe genau, was du meinst. Gunpowder. Gunpowder. Okay. Gunpowder. Gunpow. Qigong. Was denn? Was lachst du schon wieder? Bei mir Überlegen. ruckelt's. Haben wir am Montag diesen Qigong-Witz gemacht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, das musst du mir schon sagen, ne? Ich weiß es auch nicht mehr. Irgendwas war letztens mit Qigong und ich fand es witzig. Qigong Dong. Ba bam bam ba 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 Qigong ba Ding Dong. bam 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 bam. Boah, ist das groß. Boah, ist das Ja. klein. Nein. Ich lass mal auf normal. Was? Nein, du lass das nicht. Das klang jetzt etwas komisch. Boah, es ist Ha groß. Boah, es ist klein. Oh, ich lasse mal auf normal. ja. Kannst du ja Hey, dann da das kann. Video angucken. Dann weißt du vielleicht, um was es geht. Ja, das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Enderman. So, jetzt habe ich einen Eimer Wasser. Was hast du? Ein Enderman Bei hier. dir? Ja. Dann bin ich mal Mach auf hier dem kein Weg. Schwert. Aber ich. Jetzt ist er wieder weg. Oh. Dabei bin ich so heiß auf die Enderperlen. Oh ne, der steht hier immer noch. Der Neben meinem Haus. beobachtet dich. Na, hoffentlich nicht. Aua. Nein, man hört meine Leertaste nicht. Nein, tut man nicht. Nein. Meine hört sich cooler an. Wo soll der sein? Rechts neben meinem Haus, wenn du. Ah, der da gerade das Erdeteil umher. Oh, ja. Na Da hinten nö. steht er. Wo? Ah, da. Da hinten. Ich glaube, der will dir was Jetzt klauen. ist er wieder weg. Meine Fresse. Der will dir was klauen, eindeutig. Wo ist er denn? Wer ist an meinem Holz? Dann hau ich den mit meiner Pickaxe. Übrigens, wenn du zu mir reinkommst, dann kannst du dir mal meinen Teppich anschauen. Nö. Ich suche jetzt erstmal den N. Oh Mann. Teleportiere dich halt noch weit da weg. Ach, blöder Endermann. Ich hab grad gesehen. Ja. Der ist ja gerade nur noch vor dir geflohen, oder? Ja, so ein Schisser. So, du lagst. Kann sein. Wow, das ist aber ein toller roter Teppich. Ja, finde ich auch. Aus Wolle. Jo. Krass. So, ich mache mir jetzt erstmal auf den Weg nach der alten Spalte. Du machst dir jetzt auf. Na. Be serious. Nope, no can do. Nee, ich mache mich auf die Suche nach Lava, die ich mit meinem Mr. Wasser Lava ablöschen Lava. kann, um Obsidian abzubauen. Das ist wirklich schön von dir. Das klang jetzt auch nicht komisch. Nein. Sag ich doch. Oh, Skelett, du. Oh, zwei Skelette. Gleich zwei Tja, eins allein Skelette. hätte sich nicht getraut. Ja, offensichtlich. Wir wollen ein Interview. Oder hätten Sie kurz Zeit, über Gott zu reden? Ja, genau. Kennen Sie die wahre Geschichte von Jesus? Ja, gestern hat er sie mir erzählt. Ja. Boah, So. wie die wohl darauf reagieren würden, wenn ich sowas sagen würde. Es wird schon wieder dunkel, ne? Das habe ich Kann sein. befürchtet. Das habe ich befürchtet. Ich muss mir mal einen direkten Weg zur Spalte bauen.
Damit ich die auch immer wieder finde. Ja, ich weiß, das klingt komisch, aber wie würdest du es nennen? Schlucht? Da denkst du auch nur an das. Schlucht? Nein. Nein, natürlich nicht. Wieso denkst du... Was ist mit dir schief? Mit mir ist gar nichts schief. Ab in die Haie. Die Haie? Wieso sieht der Mond so komisch aus? Weiß mein nicht, Mond sieht komisch aus. Dein Mond? Ja, das ist ein Recht, ein Viereck. Und in der Mitte ist wieder Himmel. Cooles Teil. Das sieht nicht richtig aus. Da muss ich mal kurz in die Video-Settings. Muss ich kurz das natürlich anmachen. Oh Mann. Und schon sieht der Mond immer noch gleich aus. Naja, darüber kann ich morgen auch noch philosophieren. Jupp. Bist du schon im Bett? Ja. Okay. Mal sehen, wie meine Sonne aussieht. Ah, die sieht perfekt aus. Die sieht normal aus. So, eine schön symmetrisch. Und man wurde mir nahegelegt, dass ich das Zuckerrohr doch bitte in der Mitte abschlage, damit ich das unterste nicht nochmal pflanzen will. muss. Aber ja, was, wenn ich es pflanzen will? Nein, willst nicht. Ja, dann nicht. Du musst nicht ganz unten, sondern... Was? Weiß schon. Gerade nicht. Ach, stell dich nicht so an, du weißt genau, worüber ich rede. Nee, tatsächlich, diesmal nicht. Jo, blöd. Jo. Und ich finde die Spalde nicht mehr. Die was? Die Spalde. Die Spalde? Ja, die Spalde, die sich im Erdreich aufgedauert hat. Da ist auf jeden Fall irgendwas. Da geht's auf jeden Fall tief runde. Jo, ja, da geht's tief runde. Da geht's sehr tief runde. Das heißt, ich bin hier auf dem richtigen Weg. Oh Mann. Was denn? Ach, nüscht. Was denn? Was lachst du so blöd? Ich lach doch gar nicht. Lachst du so blöd? Doch, du hast gelacht. Ja, gerade eben nicht. Doch, blöd. Blöd gelacht hast du. Was ist denn das überhaupt? Ist jetzt wertet er auch noch mein Lachen hier. Da ist mein Aufzug. Woo. Shit. Was für Shit. Ich hab grad. Hello. Du hast grad? Gearbeitet. Lava, hier war. Ich hab eigentlich gerade was abgebaut gerade und dann wurde es einfach mal wieder drei Blocks alles zurückgesetzt. Oh. Das war besonders cool. Das hatte ich schon lange nicht mehr. Oh, ich sehe hier. Ach, die Spalte. Oh Mann. Doch nicht so tief, wie ich dachte, vielleicht. Das hast du jetzt rein interpretiert. Das war jetzt ernst gemeint von mir. Mhm. Oh Mann, die ist ja winzig. Oder nee, da geht's. Oh. Oh. Verwegene Wege. Nee, doch nicht. Zwei Kurven und beide führen ins Nichts. Was? Beide führen zu einem Ende. Keine Lava mehr hier. Gar nicht. Ach, schade. Ja. Mr. Lava Lava. Okay, die zwei Schafe sind da gefangen und irgendwo ist ein Zombie. Ach cool, so kommt das natürlich. Ah, da ist ein. Geiles Teil. Holy crap, sind da viele Zombies eingesperrt. Na komm. Holy crap. Holy crap. Dann machen wir doch mal auf, ne? Liebe Zombies, ihr dürft jetzt raus. Ihr könnt jetzt raus. Eine nach dem anderen. Ja, immer schön der Reihe nach, ne? Nicht alles einmal. Nicht mal einer hat eine Karotte gedroppt. Kannst mich mal. Ja. Gönn nee, mich alle mal. Gönn mich alle Waldemar. What? Weil der Mar drin ist im Namen. Ganz einfach. So, das klingt so, als ob direkt dahinter, hinter dieser Kohle, mehr Zombies zu finden sind. Und ich hoffe dann auch auf eine Riesenhöhle,
in der man ein großes Lava-Vorkommen hat. Jetzt singen sie auch schon im Kanon. Singen schon im Kanon. Wieso ist jetzt die Fackel abgefallen? Dumme Fackel. Die kann doch nichts dafür. Doch, wenn sie ein paar abfällt. Nö. Das ist doch zweifle ich immer noch an, dass sie was abfällt. Das ist dann Abfall. Ich baue vielleicht nach unten. Vielleicht ist das der richtige Weg. Wir sind hier immerhin nur auf einer Tiefe von 40. Nur 40 halt. Ja, 40 Höhe. Das ist die Höhe, nicht die Tiefe. Ja! Und ich höre Wasser neben mir irgendwo. Ja! Hä? Was? Du gerade so, ja! Ja, weil die Zombies so am rumgrunzen sind. Der Wahnsinn. Ach so. Ja, ich bin mehr... Ah, jawohl. Das ist eine unterirdische Höhle. Zumindest ein kleiner Teil. Ja, ihr seid schon tolle Kanon-Zombies, die eingesperrt sind. Eingesperrte Kanon-Zombies. Schalalalala. Hey. Sterbt. Na du, komm her. Na, endlich, er ist still. Ach, ganz da hinten höre ich es auch. Nein. Ja. Ich baue ja Karotten an mittlerweile, ist ja nicht mehr so schlimm. Ich höre Lava. Ich höre Lava. Ich hab Lava gehört. Schalalala. Oh nein, Leo hat das Lava-Fieber. La la la. Okay, das ist schon tief hier. Hier kann man sich leicht verirren. Ich glaube, das habe ich getan. Nee. Wo wir gerade beim Stichwort sind. Oh, jetzt hat mich so eine... Nee, hier kann man sich krass verirren. Krass. Ja, du bist ein Zombie. Du brauchst Hirn. Hirn. Das müsste man eigentlich mal machen in Resource Pack. Hirn. Oh, da ist ein Creeper. Der creept mich gerade. Der creept mich gerade so an. Er ist mich gerade so am creepen. Nein. Nicht explodieren. Zweimal geschlagen und tot. Ich höre Lava. Und sehr viele Zombies wieder. Und ein Zombie, der in Lava reingegangen ist. Oh Gott, Zombie. Oh nein. Ja, wenn der von oben runtergesprungen kommt, sieht es schon unheimlich aus. Ganz toll, Leo. Entweder habe ich das schon beleuchtet, das habe ich schon beleuchtet. Ja, das mache ich ja nicht, ich. Machen die ja. Ich habe Lava gehört, aber ich traue mich nicht zu buddeln. Verstehe. Lass mich erstmal treiben. Ins Nichts. Das verstehe ich wieder weniger, aber okay. Ich habe mich treiben lassen, da war schwarz und da war nichts mehr da. Aha, klingt doch plausibel. Jetzt will ich aber doch langsam wieder raus, ne? Mal sehen, ob ich wieder rausfinde. Normalerweise habe ich einen guten Orientierungssinn, der mir da sagt... Geh da nicht lang. Doch. Es ist dein Untergang. Ich komme nämlich genau von hier. Perfekt. Ganz einfach. Ganz easy und locker. Logisch war das. Du glitscht. Ich glitsche. Ja, du hast. Ich bin unschuldig. Ist nur deine Verbindung. Yep. Geil. Voll.